Deo Sigma, Freunde, und willkommen zu einer neuen, sehr frischen Ausgabe von Der Fäuste für Sigma von Georg und dem Florian. Und ich muss aber dazu sagen, heutzutage auch noch Deos Tal. Denn wir haben von draußen ein bisschen Dreck an unseren Stiefeln reingezogen und zwei Taler gerade zu Besuch. Und wen haben wir da? Till. Ja, ich bin der Till. Mich kennt man aus dem Erpärungslager als Feldarzt Schillinger. Und ja, wir sind mit im Team beim Senfkessel mit dabei oder mit Initiatoren des ganzen Projekts. Ja, dann noch den Mattes. Ja, hallo. Mich kennt man im Imperiumslab als Erwin Schmelzer und wie der Till schon sagt, sind wir mit denjenigen, die sich diesen Schwachsinn hier ausgedacht haben. Ja, schön zu Schmelzer. Schwachsinn ausdenken ist die Idee. Gut, das heißt, wir haben heute zwei Taler gerade, ein Karoburger. Das entspricht in etwa, also 1:2 ist in etwa die Karoburger Kampfkraft. Haben was mit mir? Du bist. Ich existiere auch, also erkenne mich an als Lebensform. Du bist Hintergrundrauschen. Gut, also, Mattes hat es schon gesagt. Ziel heute ist, Stichwort ist Senfkessel. Und zwar hatten der Georg und ich vor einer Weile mal über die Vorkon unserer Träume gesprochen. Und wir kamen dann aber dahin zu sagen, wenn wir eine eigene Vorkon haben wollen, müssen wir die eigentlich nur selber bauen. Dann wird die so, wie wir die haben wollen. Und dann gab es so ein paar Sachen, die im Raum rumgewabert sind, wie, hey, mieten wir eine Wiese und stellen möglichst viele Imperialer dahin. Die machen das schon. Über einen Wettkampf. Und ich glaube, hängen geblieben sind wir dann beide auf der, lass mal eine Stadtkon machen. Genau, lass mal eine Stadtkon machen. Lass mal eine Burg für 8.000 Euro mieten und eine Stadtkon machen. Die werden wir auf jeden Fall vollkriegen. Gut, und die Idioten-Idee haben sich aber der Till und der Mattes angehört. Und dann ist bei denen was passiert? Ja, also bei uns ist Folgendes passiert. Letztes Jahr waren ein paar Veranstaltungen, wo wir auch ausführliche Feedbacks in diversen Foren, Discords und so weiter zu den Veranstaltungen geschrieben haben, wo uns aufgefallen ist, dass die Cons eigentlich gar nicht so cool waren, aber das imperiale Spiel untereinander grandios. Und da haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir keine 150 Euro bezahlen für eine Selbstverpfleger-Zelt-Con für ein Wochenende irgendwo im Niemandsland, wenn wir einfach eine Wiese bei einem Bauern holen können, irgendwo drei Dixies hinstellen können und einfach nur unter Imperialen spielen können, weil das Spiel einfach funktioniert. Das war zuerst unsere Grundidee. Und da haben der Mattes und ich gesagt, Mensch, wenn keiner das in die Hand nimmt, dann machen wir das. Oder Mattes, hast du noch was dazu? Ja, genau. Ursprünglich war unser Gedanke, so einen kleinen Art mehr oder weniger Provinzkrieg zu machen, wo man halt mehrere Lager dann wirklich einen Grund gibt, sich gegenseitig auf die Mappe zu hauen. Und wir haben dann so ein bisschen gebrainstormt und haben da noch ein paar Stunden im Auto gesessen und darüber philosophiert. Und witzigerweise kam einen Tag später dann der Podcast von Florian und Georg raus, wo die genau das erzählt haben, was wir dann eigentlich auch machen wollten. Nämlich ein rein imperiales Spiel, wo die Leute einfach machen können, was sie wollen, quasi von Spielern für Spieler. Das war so unsere Idee. Unsere Idee war auch eher, dass das eine Art Community-Projekt wird, also wo man als Orga nicht stringent einen Plot dahin schmeißt und sagt, friss oder stirb, sondern dass die Leute viel eigenen Input reinbringen, sehr viel, sag ich mal, selber mitbringen, weil diese Kreativität, die diese gesamte Szene, nenne ich es mal, oder diese kleine Blase innerhalb unserer Lab-Szene, da produziert, ist einfach Wahnsinn. Das sieht man alleine, wenn man sich die Fotos vom Epic anguckt und als mögliche, von den Klamotten her, von allem, was da so im Hintergrund läuft, auch an Plots und so weiter, ist die Kreativität einfach riesengroß, wenn wir alle Leute zusammenschmeißen. Genau. Also wir haben uns dann relativ schnell zusammengefunden und hatten schon, ich meine, letztes Jahr im Herbst angefangen, schon so nach so ersten Locations Ausschau zu halten, weil wir hatten uns auf so ein paar Kernpunkte geeinigt. Also was mindestens 3 Tage und wenn möglich in der Mitte von Deutschland, weil so ganz viele Cons sind irgendwo im Ruhrgebiet Speckgürtel und dann fällt Norddeutschland irgendwie komplett raus. So, als wir dann aber die ersten Burgen angeschrieben hatten, wurde recht schnell klar, dass also die ganzen Locations in der Nähe von Kassel waren im letzten Herbst schon für den Herbst 2025 ausgebucht. Also das war relativ ernüchternd, dann einige Locations sahen zwar relativ gut aus,
hatten aber so einen Innenhof, der war irgendwie so 3x5 Meter. Oder sind pleite gegangen. Oder sind pleite gegangen. Deshalb irgendwie da eine Stadtcon reinzubauen, wäre schwierig gewesen. Dann war auch immer das Problem mit Modalitäten. Man musste so und so viel Anmeldezahlen haben und dann hat man einen Teil der Burg gekriegt oder die Burg auch nebenbei öffentlich zugänglich. Dann, das heißt, das hat man dann wie auf der Belagerung, während man da gerade ist, irgendeinem Samurai mit seinem Schwert die Fresse rauszukloppen, laufen da zwei Touris an einem vorbei. Und das wollten wir halt vermeiden. So, und dann haben wir die neue Burg gefunden, von der ich immer sage, sie ist bei Trier, aber sie ist gar nicht bei Trier. Sie ist sogar noch eine Stunde davor. Ja, die Neuerburg das ist da auf meinem Mist gewachsen, weil ich nach einer Rokoko-Con nochmal mit dem Burgverwalter gequatscht habe. Und ich habe dann auf einmal gesehen, Mensch, da liegen irgendwo zwei schweifige Kometen, die er irgendwie gebastelt hatte und so rum. Und da kam man so, ich sag mal, nach dem Spiel, in der OT-Zeit, nenne ich es dann immer so nach danach, kam ich mit ihm ins Gespräch und sagte auch so, hey, ich wohne nicht so weit weg von hier. Lass doch mal hier was machen, ist doch so eine super Sache. Und er hatte schon so eine Warhammer-Affinität und hat dann sofort gesagt, boah, da wäre ich sofort dabei. Und das habe ich dann bei uns so in die Planung mit reingetragen, auch wenn es dann nicht in der Mitte Deutschlands ist. Ja, also leider ja, aber eine Burg mit einem Burgverwalter, der on fire ist, ist Gold wert. Was da noch reinspielt, ist natürlich auch, dass die anderen Burgen auch von den Preisen her das waren, was wir an einem Community-Projekt, wo die Leute noch sehr, sehr viel selber auch machen müssen oder machen sollen, weil es schön ist, einfach zu viel wäre. Teilweise waren die Preise uns für dieses Projekt nicht angemessen. Und das haben wir in der Neuerburg eben gefunden. Ja, deshalb, also die Preise sind absolut human. Das haben wir größtenteils auch an die Ticketpreise weitergegeben. Wir hatten auch am Anfang auch Sozialtickets eingeplant. Von denen haben wir jetzt, glaube ich, 3 oder 4 per Ausschreibung rausgegeben. Wir haben Zeltplätze im ersten Schwung noch nicht so viele, aber das werden mehr. Da können wir nachher vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen. So, das heißt, ich nenne jetzt mal erstmal Zahlen. Ich meine, wir hatten im ersten Sprung irgendwas mit 95 Schlafraumübernachtung in der Burg und dann, ich glaube, 10 oder 15 Zeltplätze. So, und da sind wir jetzt gerade dabei, nachdem jetzt das Vermessungskommando von uns durch die Burg gegangen ist, wird da jetzt aktuell nochmal ganz genau aufgeschrieben, dass wir ein paar mehr Feldbettenzimmer haben, dass wir ein paar mehr Zeltplätze haben und dass wir auch die Möglichkeit anbieten werden, dass man sich quasi ein Zeltticket kauft für die Con, das heißt Vollverpflegung und ich komme auf die Con, aber ich kann dann halt eigenverantwortlich mir eine Übernachtungsmöglichkeit in der Umgebung suchen und es gibt aber auch noch in der Nähe eine Ferienwohnung. Die sind wirklich nur 3, 4, 5 Minuten zu Fuß entfernt. Das heißt, für Leute, ich will auf die Burg gehen, ich will auf die Con gehen, aber abends schlafen will ich in einer anständigen Ferienwohnung mit 2 Leuten. Ja, mit 2 Leuten ist nicht so ganz, glaube ich, sondern das sind mehrere Ferienwohnungen, die jemandem gehören. Das ist ein guter Freund des Burgverwalters. Der hat uns die Kontaktdaten für den zur Verfügung gestellt. Wer also Interesse daran hat, der muss sich bei uns melden und dann kriegt er die Daten von dem. Und da können wohl auch, glaube ich, teilweise sind das Ferienwohnungen für bis zu 5 Leuten. Teilweise. Ja. Ja, aber was ich meine, es gibt ja auch ganz oft diese Montagehotels. Da wo du dir so ein günstiges Zimmer für 3 Betten nimmst oder für 2 Betten. Da bezahlst du dich auch nicht tot. Dann hast du abends deine Ruhe und tagsüber gehst du auf die Korn und spielst. Wäre doch was für dich, Florian. Ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht schon eine Pritsche in irgendeinem Abstellraum hätte, wäre das eigentlich meine Wahl, auf eine Con zu fahren. Ich bin ja keine 18 mehr. Wir haben ja unsere Nobelbude da. Ja, Nobelbude, wo wir alle drin sind. Das erinnert mich an Kumpels von mir, die auf dem Conquest sich immer ein Hotelzimmer nehmen und dann morgens dahin fahren. Das ist das neue Luxusladen. Ich habe kein Problem mit euch zu kuscheln. Ich auch nicht. Ich bin der kleine Löffel. Die Hölle, das sind immer die anderen. Gut, also, wir haben die Burg, wir haben den Burgverwalter. Wir werden Vollverpflegung haben. Die wird verpflegt über die Catering-Einheit vom Burgherrn. Wir werden eine zentrale Essensausgabe haben, die auch 90% IT sein wird. Wir haben 1,5 Tavernen. 1,5 Tavernen. Mhm. Wir haben einen wunderschönen Burghof, / Marktplatz. Man hat ein bisschen Strecke zum Latschen, dass man auch mal von A nach B kommt und nicht die ganze Zeit nur an einem Fleck versumpft. Wir haben eine Kapelle, eine gotische, mit Spitzbögen, das Wichtigste. Da geht dir das Herz auf, Georg, ne? Mit Spitzbögen. Ohne Spitzbögen, ohne mich, ne? Ja, und die Burg natürlich von innen ist auch bespielbar, da die sich super dafür eignet. Und bis auf die Bäder, die sind relativ modern, aber ansonsten laden die Räume innen drin auf jeden Fall auch sehr zum Spielen auf und bieten super viel Platz dafür, die ein oder andere Möglichkeit. Ich wollte echt jetzt am liebsten in den Bädern laden.
Kacke. Also es ist schrecklich. Moderne sanitäre Anlagen. Hände hoch. Auf einem Lab-Gelände. Das sind wir als, Imperiumslab, also Imperiumslager Lab, ja gar nicht gewohnt. Ja, die Klos haben sogar Aufhänger für Klamotten. Ja, Georg, das kann nicht sein. Georg, du warst ja dieses Jahr nicht auf dem EE. Es sind tatsächlich silberne Aufhängerhaken in den Toiletten erschienen. Ach Mann, ich habe mir jetzt extra welche zum Anschrauben für eine Guerilla-Aktion besorgt. Ich auch. Ich hatte die in meiner Umhängetasche. Setz mich ins Klo und auf einmal hängt da links ein silberner Haken. Ja, diesmal gewinnt ihr, Epic Orga. Ich war auch sehr überrascht. Da bin ich direkt zum Meier gerannt und gesagt, oh, die wissen gar nicht, was in den Toilettenwagen passiert. Man kann seinen Hut und seinen Gürtel aufhängen. Die Runde geht an die EE-Orga. Gut, dass mir das jemand vorher gesagt hat mit den Haken. Ich wollte schon nackt vom Lager aus zu den Sanitäranlagen laufen. Irre Geschichten. Ja, wir haben die Burg. Wir haben hinten unten in der Burg diesen einen, diesen Bogen, der so halb kellerig ist, wo wir überlegt hatten, dass da die ganzen Handwerker hinpassen und direkt dahinter ist eine vollfunktionale Schmiede. Und wir haben eine, ja? Ja. Sprich du? Wir haben eine wunderbare Panoramaterrasse zum Pfeife rauchen und Bille baumeln lassen. Und genau. Wir haben ein Verlies. Ein Sonnendeck haben wir. Wir haben ein Verlies, wo Farbpunkt Heribert Flöte reingeworfen wird, damit er die Zeit seines Lebens hat. Na, der kommt ins Horny Jail. Gibt es einen extra Knüppel für den? Wird sich freuen. Nee, dafür haben wir einen extra Raum für das Senftöpfchen. Das Senftöpfchen. Richtig, das Senftöpfchen hat aber bis jetzt nur eine Bedienstete. Wir werden dann nochmal eine Ausschreibung machen, dass wir noch Flanierdamen suchen, die gegen Kupfer mit dir durch die Stadt flanieren. Ja, ob das so eine gute Idee ist, dass wir explizit Escort-Service suchen für die Kupfer. Naja. Flanieren. Flanieren, ja, wie du es auch nennst. Also ich bin auf dem E einmal mit einer Dame flaniert und ich muss sagen, das ist Spaziergehen plus. Das macht Spaß. Dafür hat Maya Zeit? Ja, die Zeit muss man sich nehmen. Du hast bestimmt ihre Fesseln angeguckt. Ich habe ihre Fesseln gesehen, weil ihre Schuhe waren sehr eng und dann musste sie zwischendurch ausziehen. Und dann hatte ich so eine kleine Decke und so ein Äpfelchen. Maya ist nämlich ein routinierter Flanier. Ein Mann mit Klasse. Flanieren haben wir, die Schmiede haben wir. Für die Schmiede hatten sich schon die ein paar Nullner wollen Plattner bespielen. Richtig hardcore mit Metallschlagen und Sound machen, weil kein Mittelaltermarktplatz ohne Bing Bing auf dem Amboss. Mit echtem Feuer. Mit echtem Feuer und echtem Schmelzen und alles echt. Und also, wir haben die Con gemacht, wir haben so ein bisschen geteasert, dass es bald losgeht. Wir hatten in unseren Folgen geteasert, dann ging die Anmeldung los und die Anmeldezahlen haben mich doch etwas überrascht. Wir haben irgendwie. Es war eine Senftheit. Wir sind völlig überrannt worden. 4 Tage hat es gedauert, da waren wir ausgebucht. Richtig. Wir haben uns lange überlegt, wann starten wir das. Wir haben uns für nach dem Epic Empires entschieden, weil sonst sind Leute schon weg, die sich aber gerne anmelden wollen und so weiter. Allen die Gelegenheit lassen. Und wir haben das Sonntagabend gegen 19 Uhr, glaube ich, war das, haben wir es online gestellt. Und ich glaube, die Warteliste ist am Freitag angefangen worden. Genau, es lief irgendwie pro Tag roundabout 30 Anmeldungen. Ihr macht mir zu viel Arbeit. Ich komme nicht hinterher mit dem Lesen. Genau, und anfangs hieß es ja hier, wir wollen ein Community-Projekt machen für Imperiale, weil Imperiale haben bekloppte Ideen. Und anfangs hatte ich auch so ein bisschen Bedenken mit, so, wir machen jetzt eine Stadtcon für Leute, die nur ihren Staatssoldaten haben. Jetzt haben wir da am Ende des Tages 120 Staatssoldaten. Und das ist überhaupt nicht eingetreten. Also ganz viele haben zwar immer noch ihren Staatssoldaten als Backup-Charakter mit, falls ihrem Stadtcharakter irgendwas passiert, aber es gibt so viele bekloppte Ideen für Stadtbewohner. Es ist ein Fest. Zum Beispiel 30 Rattenjäger. So viele Rattenjäger, dass diese Rattenpopulation von Senfgäste ausgestorben ist und sie jetzt als Apex-Predator sich gegenseitig fressen müssen. Das ist natürlich nicht eingetreten. Nee, es ist genau der Barbara Streisand-Effekt ist eingetreten. Nachdem wir gesagt haben, wir haben zu viele Rattenjäger, weiß ich jetzt aktuell nicht, ob wir schon wieder auf 0 Rattenjäger runter sind. Ja, Einen haben wir mindestens. Eins, der letzte Verbliebene. Das letzte Einhorn. Also, ja, es war auf jeden Fall schon ein Fest, diese Anmeldung durchzulesen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, wir sind aus dem Lachen teilweise nicht rausgekommen, was für bescheuerte Ideen sich in unserer Community da für den Senfkessel ausgedacht wurden und dass Leute uns schon anschreiben, hey, ich bin schon an der Klamotte dran, ich hoffe, dass ich überhaupt auf die Con komme. Ja. Aber es ist doch exakt das, worauf wir gepokert haben, oder? Ja. Auf jeden Fall. Also, von Spielern für Spieler. Genau, der Community-Effort ist mal wieder voll durchgeschlagen und muss uns überhaupt keine Sorgen machen, das Ding voll zu kriegen und dass das nur homogene Charaktere werden. Nein, es ist gleich eine komplett neue zivile Ökosphäre im Imperium entstanden mit Nischen, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren.
Aber Georg, du sagst, wir sollen von Zahlen, Fakten wegkommen. Wir sollten mal was über Senfkessel erzählen. Richtig. Was ist denn für dich Senfkessel? Was löst das in dir aus? Senfkessel, das ist für mich der schönste Ort im Thalabergland. Es riecht, schmeckt und fühlt sich an wie Senf. Senf fasziniert mich. Da kann man mal richtig Mensch sein. Senf geht an die Stellen, wo Reden des Barons nicht hinreichen. Wie kam es denn überhaupt zu dem Namen Senfkessel? Wenn man sich jetzt schon mal fragt, wie ein so bescheuerter Name denn jetzt eigentlich ein Icon-Name geworden ist. Also da muss ich den Namen direkt verteidigen. Er ist ja nicht bescheuert. Aber wir haben uns da auf der Karte ja mal angeguckt, was da im Thalabergland so in der Nähe ist. Wir hatten anfangs über Zalagrad nachgedacht, aber dachten so, nee, das ist ja Quatsch. Uns kennt man ja schon als Gruppe und wenn, dann wollen wir mal was Neues machen. Und vor allem eine Provinz benutzen, die, sagen wir mal, nicht so oft irgendwo auftaucht. Und da haben wir uns halt fürs Thalabergland entschieden. Und ja, aber die Namen haben uns alle nicht gefallen. Und da gab es dann im Brainstorming so ein paar Namensvorschläge, die da wild durch die Gegend geflogen sind. Und ich glaube, Georg kam tatsächlich damit. Ja, da ist doch Gelb in der Farbe von Thalabergland. Wie wär's denn irgendwas mit Senf? Und alle so, ja, lass mal überlegen. Und auf einmal Georg kam mit dem Senfkessel und das war fast einstimmig sofort. Alle fingen an zu lachen und gesagt, den nehmen wir. Das ist genau das, was wir haben wollen. So, und dann haben wir den aufgeschrieben auf die Brainstorming-Liste und er war noch nicht mal auf Platz 1. So, und irgendwie, ich weiß es gar nicht, wir hatten so ein paar bekloppte Namen. Und also es war noch nicht so, also es war jetzt keine Heldenstory mit, es war sofort der Senfkessel und alle wussten, es ist der Senfkessel. Aber ich glaube die Legende, die Legende ist, in meiner Version ging es dann weiter, dass wir noch einen zweiten und einen dritten Termin haben. Und aus der Liste, das Einzige, was aber irgendwie hängen blieb, war Senfkessel. Und als wir es dann, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal Senfkessel genannt haben, war klar, dass das dann bleiben muss. Weil je merkwürdiger, desto mehr. Ein verschlafenes kleines Nest, kontrolliert von den Senfbaronen, mit Senfboarding zum Foltern und eine Seilbahn zum Herunterstoßen von Senfcliff. Richtig. Florian, du hast das Helden-Epos erfolgreich zerstört. Na, die Sache ist die mit dem Senfkessel. Sobald du es einmal gehört hast, nimmt es einen uniken Punkt in deinem Gehirn ein. Es gibt so viele Labcons und Orgas. Da gibt es Dunkelstädt und Drachenstädt und Lichtburg. Und das ist so ein gigantischer Brei aus Rollenspielsystem und Fantasy und irgendwas. Aber Senfkessel gibt's nur einmal. Thalabergland. Mut zum Senf, sage ich immer, ne? Richtig. Und es ist wirklich der Ort, wo am wenigsten los ist in diesem verdammten Imperium. Ein wunderbares Backwater. Was wird denn die Stadt Senfkessel gegen wahrscheinlich auftauchende nächtliche Rächer unternehmen? Ich weiß es nicht. Also es scheint in letzter Zeit eine Anhäufung an imperialen Vigilantes zu geben. Also Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit, die nachts ihre Maske aufsetzen und die Straßen sicherer machen. Und ich habe die Antwort für dich. Ne, erzähl. Wir haben eine voll ausgestattete, top in Schuss gesetzte Stadtwache. Und sie wird sich diesen selbsternannten Rächern annehmen und die Justiz wieder in die Hand des Stadtes geben. Richtig, das Gewaltmonopol liegt nämlich bei der Stadtwache und dem Bürgermeister und nicht bei Leuten mit Masken und Cape. Darauf trinke ich. Gut, also, was haben wir? 123 Anmeldungen. Wir haben einen gigantischen Haufen an Händlern und Handwerkern. Wir haben aber auch, glaube ich, meine 9 oder 10 einfach Staatssoldaten im Urlaub, was absolut in Ordnung ist. Und wie gesagt, viele haben noch immer ihren Staatssoldaten als Backup. Und ich bin mir sicher, dass einige Regimenter den Freitag- oder Samstagabend mal einfach als Regimentsabend benutzen. Und dann tauchen halt einfach 10 Staatssoldaten in Uniform auf, in ihren ursprünglichen Rollen, wo man die Leute eigentlich herkennt, feiern einen Abend und am nächsten Tag geht's weiter mit Senfkessel. Und viele haben den Charakter auch nicht als Backup, sondern viele haben auch geschrieben so, hey, abends würde ich gern mit meinem bekannten Charakter kommen, einfach um mit den Leuten, die man kennt, zu feiern abends und das Ganze ein bisschen lockerer zu gestalten, also nicht so ganz steif. Genau, also von der Grundidee haben wir ja, machen wir so eine Art, ich sag mal, so eine Kernarbeitszeit des Marktplatzes. Dass man jetzt sagt, so zwischen nach dem Frühstück, wenn die Leute so ein bisschen ausgeschlafen sind, so zwischen 11 und 15 Uhr machen wir so einen Korridor, wo wir so dieses Marktplatzspiel so ein bisschen fokussieren wollen. Dass dann die Leute ihre Sachen abfahren, dass wenn gerade einer über den Marktplatz gepeitscht wird, sind auch Leute, die zugucken können, dass man das so ein bisschen auf den Markt konzentriert. Und oft ist es ja so, nachmittags, abends geht's dann so ins Einzelspiel oder in die Tavernen. Und es ist natürlich viel einfacher, wenn ich meinen Staatssoldaten raushole, der seit 3 Jahren Leute kennt,
ich ziehe mir meine Uniform an, ich muss ja nicht komplett aufrödeln, ich bin ja zivil da, ich gehe durch die Straßen und ich treffe drei andere Staatssoldaten. Zack, bumm, Spiel. Aber wichtig dazu ist natürlich zu sagen, jeder Soldat, der da ist, ist im Urlaub. Die einzige Exekutive, die es in dieser Stadt gibt, liegt bei der Stadtwache. Also wir wollten auf jeden Fall einen großen Wert darauf setzen, dieses wirklich mal einen zivilen Ort zu bespielen. Das heißt, militärische Führungsstrukturen werden so klein wie möglich gehalten oder so gering wie möglich. Und ja, dass halt keine Soldaten durch die Gegend rennen, die irgendwelchen Leuten Befehle geben, sondern dass Leute, die mit ihren Soldaten da sind, wirklich auch nur auf Urlaub da sind und die einzigen, die da halt irgendwie was zu kamellen haben, offiziell in Anführungszeichen, ist die Stadtwache. Richtig. Und es geht vor allem mal nicht die Welt unter. Also deine Welt geht nicht unter, aber wenn die Senfverkäufe einbrechen, dann... Ich glaube, du hast eine Obsession entwickelt. Ich werde dich bei den Schalian-Novizen empfehlen für Sanatorium. Ja, schön finde ich auch, dass wir auch einige Anmeldungen haben von Leuten, die es oft nicht ins Imperiumslager geschafft haben bis jetzt irgendwie. Genau. Wegen zeitlicher Sachen oder weil nebenbei irgendwelche anderen Sachen laufen oder familiär in der immer was los ist. Also das finde ich eigentlich auch total schön, dass wir Leute, die wir kennen, aber die eigentlich nie auf dem Epic Empire zu treffen sind, jetzt hier trotzdem... uns mitmachen. Finde ich super. Also genau, zum einen Leute, die man sonst auf dem EE nicht gesehen hat. Da haben wir hier den Goldmagier-Sigma-Priester, der so ein bisschen so einen Laien-Wanderpriester macht. Dann habe ich auch einige Anmeldungen gesehen von Leuten, die auf dem EE die berühmten Sonderrollen TM spielen, die sich hier einen absolut Straßen-Bürgercharakter bauen und mit dem lostreten. Finde ich großartig. Und die beste Anmeldung ist jetzt die 124, und zwar Rico Aloha, der Haus- und Hoffotograf des Imperiumslagers. Wie man den Memes aus dem Epic-Forum entnehmen kann. Ja? Der eigentlich nur auf dem EE ist, um das Imperiumslager zu fotografieren. Und die Blutballmannschaft. Um Talagrad zu fotografieren. Ja, um Talagrad. Also ich sehe da die ganzen Porträtfotos von Talagrad. Das ist ein Sammelsurium an Hautkrankheiten. Herrlich. Im Herzen bin ich Karoburger. Ja. Also mit den Talagrader, ich sag mal, gesucht Fotos, kannst du echt so ein Jahrbuch aufmachen. In dem Jahr waren diese Personen da. Ja, aber wir freuen uns, dass wir den Rico bekommen haben als Fotograf. Ja. Das gibt grandiose Fotos, wird es geben. Das wird grandiose Fotos geben. Das ist ja. Also die Rico-Fotos sind ja immer, du siehst die Fotos und denkst, ich war dabei, aber so geil sah das dann echt gar nicht aus. Aber wenn man das mal in langsam sieht, mit ordentlichem Schatten, dann wirkt das. Ist perfekt für unseren Hype-Train. Choo-choo. Genau, der Hype-Train hat jetzt erstmal angehalten, weil die Plätze, die wir hatten, waren voll und die Warteliste ging los. Jetzt nach Aufklärungsteam werden wir noch mehr Plätze freitreten und wir machen noch die Option auf mit, wie vorhin gesagt, eigene Unterkunft, aber Ticket und Vollverpflegung auf der Burg. Damit machen wir noch ein bisschen Platz, weil wir werden jetzt den Markt, wir haben so und so viele Gewerke, wir haben so und so viele Händler, wir können auch einfach mehr Soldaten im Urlaub und einfach mehr Bürger gebrauchen. Und wir werden ja nicht nur auf die Burg beschränkt sein, weil direkt daneben ist ein kleines Waldgebiet. Und man kann direkt IT aus der Burg rausmarschieren und in den Wald gehen. Und da planen wir als Plotpunkte auch ein, zwei Jagdausflüge. Schön ist es auch, wenn wir uns die Auswertung der, wir können ja die Anmeldung ein bisschen auswerten zumindest, müssen wir auch für unsere Planung, dass wir einfach so ein Diagramm sehen mit, ich glaube, 8x4, also sind auf jeden Fall 32 Gruppen angemeldet, also 32 verschiedene Gruppen. Der größte Anteil mit 21% sind Zivilisten. Das ist eben das, was wir meinten, dass die Leute nicht mit ihren Staatssoldaten alle kommen. Und wenn, dann ist das eine bunt durchgemischte Truppe und nicht so ein Militärlager, was wir eben auch genau nicht wollten. Genau. Zum Beispiel, ich glaube, die eine Gruppe von den Altdorfern hatten sich auch ursprünglich mit ihren Soldaten angemeldet und haben gesagt, okay, wir machen jetzt so eine Inzest-stirlender Redneck-Truppe, die alle irgendwie als Hauptquester haben, dass dem eine seine Verlobte weggelaufen und sie hat den wichtigsten Esel der Familie mitgenommen. Also so eine richtig schönen Warhammer-Kloppy-Szenarien, wo es jetzt nicht darum geht, die Welt gegen Korndämonen zu verteidigen, sondern ich und meine beiden Brüder, die beide den gleichen Vorbiss haben wie ich, ziehen los. Und als gutes Kontrastprogramm kann der Georg ja mal kurz erklären, was der eben mit den angesprochenen Schalia Streetworkern meint, um mal die andere Seite zu beleuchten. Achso, ja genau, wir haben zwei Schalia Sozialarbeiterinnen da, die einen eigenen Bereich in ihrer Kapelle haben, also in der großen Kapelle haben, und sich um die weltlichen Belange der Leute kümmern. Hast du eine posttraumatische Belastungsstörung? Das ist der Ort, wo du hingehst. Du bist schwerer Alkoholiker und die Stadtwache fängt dich ein
vielleicht kannst du dich noch ausquatschen und lieber dich mit den Schalia-Novizen auseinandersetzen, statt im Knast zu landen, weil öffentliche Trunkenheit ist verboten. Das ist halt eine ganz coole Möglichkeit, dann auch mal den psychologischen Faktor von seinem Charakter halt mal zu beleuchten in einer Welt voller Wahnsinn und Tentakeln. Naja, ganz so schlimm nicht. In Senfkessel halt nicht, aber viele haben ja schon vieles gesehen und ist es ein Angebot mal da, sich von psychischen Problemen seines Charakters mal zu entledigen. Ja, weil, also ich sag mal so, bei einer Belagerung oder auf dem EE hast du eigentlich keine Zeit dafür, dass dein Soldat so ein bisschen an dem ganzen Drumherum so ein bisschen hadert, weil man in 2 Stunden schon wieder ausmarschieren darf. Da ist der Senfkessel, glaube ich, mal ganz gut, wenn nicht um dich herum die ganze Zeit was passiert, können alle schön ihr PTSD ausleben. Genau, und da wirst du halt fachmännisch betreut nach Sigma Freud und ja, im schlimmsten Fall kommst du ins Sanatorium und dir werden die Zähne ausgeschlagen, ne? Ja, schön ist auch, wenn die Leute, abends mit ihren Standardcharakteren, sage ich mal, diese auf dem EE oder sowas alles bespielen oder auf anderen Cons, abends dann auch mal vielleicht ein paar Plots bespielen können, ein paar soziale Interaktionen machen können, die am EE einfach zu kurz kommen aufgrund der Fülle der Nebenquests und Schauplätzen. Ja. Ja, genau. Aber mal Zeit haben. Ja, also im Prinzip ist jetzt keine Kritik am EE. Imperiumslager dieses Jahr, es wurde nur einmal am Tag groß gekämpft, aber es sind so viele Quests und Nebensachen passiert. Also langweilig konnte eigentlich keinem werden. War fresh. Und dann saß halt nachts im Zelt, hast gesoffen und auf einmal kam hier Zinselbräu, Alchemistin vorbei und sagt, hier, ich brauche Freiwillige. Dann kommt sie eine Stunde später wieder, sucht wieder Freiwillige. Dann läuft die Feuermagierin vorbei, sucht Freiwillige. Also ich hätte dieses Jahr noch 15 mehr Freiwillige haben können. Die wären Tag und Nacht in Action gewesen. Und das, also, auf dem Senfkessel, es werden auch Sachen passieren. Aber es passiert jetzt nicht, dass zwischendurch eine Ork-Armee angreift und alle müssen zu den Waffen greifen. Ja, das war auch nicht als Kritik, sondern für mich ist das eher so das Konzept des EE lässt es nicht zu, manche Plots so auszuspielen und so auszudefinieren, wie sie es verdient hätten. Ja? Ja. Das Konzept ist es einfach. Es ist eine andere Herangehensweise. Nicht schlecht, nicht schlechter, nicht besser, anders. Und das Gute an unserem Konzept ist jetzt für uns persönlich natürlich, dadurch, dass es halt so wenige Schlachten gibt oder so wenige gar keine Schlachten gibt. Natürlich, wenn sich jetzt Leute in einer Ecke prügeln, ist das keine Schlacht. Und das Konzept bietet natürlich auch uns da die Möglichkeit, als IT-Orga vielleicht auch ein bisschen was zu machen. Also vielleicht könnt ihr euch ja auf das ein oder andere bescheuerte Konzept von uns hier jetzt freuen. Genau. Gut, dann habe es mir gerade noch eingefallen. Also zumindest ich hatte gedacht, wir geben es jetzt für zivile Rollen frei und dann werden wir hier nachher 15 Hexenjäger haben. Haben wir überhaupt schon einen Hexenjäger? Nein, gar keinen bisher. Nee, also ich habe die Anmeldung mal grob überflogen und wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Hexenjäger. Also ich sag mal so, ein Hexenjäger oder zwei wären gut. Ja, auf jeden Fall. Den muss aber auch. Du hast es ja raufbeschworen. Ja, ich habe es auch raufbeschworen. Die Sache ist aber auch die, wenn man sich jetzt die Lore im Imperium anschaut, so Hexenjäger, die alleine in die Stadt reiten, das hat so ein bisschen was von hier Häcksel und Gretel Witch Hunter. Die sind nicht die allumfassende Autorität, sondern das sind halt durchgeknallte Leute, die überall Verrat sehen. Und der Bürgermeister und die Kirche ist nicht immer auf deren Seite. Also wenn ihr als Hexenjäger kommt, geht nicht davon aus, dass die ganze Stadt hinter euch steht. Da müsst ihr schon eine flammende Rede halten, bevor irgendjemand mit Ackern und Heugabeln und auf dem Senfhaufen landet. Aber ich denke, ein oder zwei Hexenjäger könnten das auflockern. Höre ich da hatten wir aber auch schon drüber geredet, dass halt auch Hexenjäger oder Feuermagier oder Magier insgesamt so nicht außerhalb des Gesetzes stehen, sondern halt im Falle einer spontanen Selbstentzündung inklusive anderer Personen dann durchaus auch im Knast landen oder halt der Gerichtsbarkeit zugeführt werden, ne? Wir hatten im Vorfeld, natürlich haben wir alle mit super vielen Leuten, wir sind ja alle gut vernetzt, haben mit super vielen Leuten geredet, sagen, hey, das ist unser Projekt, habt ihr keine Lust? Das war ja auch der Grund, warum die Anmeldung so explodiert ist. Und denen haben wir gesagt, hör mal, wir wollen nicht so viel Leute haben, die so ein bisschen, also außenstehend sind, sondern wir wollen schon auf das Bürgerliche uns beziehen. Und das haben alle so wörtlich genommen, dass keiner mehr diese Sonderrollen oder Sonderrollen in Anführungszeichen, diese Rollen, die ein bisschen Hochspiel machen, die wurden überhaupt gar nicht angemeldet. Ich glaube, bis jetzt haben wir eine und das ist der Sir Aloras. Ja. Die Leute, den sie aus dem Imperiumslager kennen. Aber das ist die einzige wirkliche Sonderrolle, die sich bis jetzt angemeldet hat. Natürlich sind ein paar Priester da, aber das
die spielen halt eher so Laienpriester. Und ne, also das heißt jetzt nicht, dass ich keine Sonderrolle anmelden darf. Wir werden die halt nur ein bisschen genauer begutachten, aber wenn ihr da halt Bock drauf habt, ne, meldet euch an und das bekommen wir dann irgendwo hin, wenn ihr ein cooles Konzept habt. Ja. Wenn es cool ist. So, die einzigste Super-Sonderrolle, die wir selber eingeführt haben, ist der Bürgermeister. Ich glaube, das wird auch so einer der wenigen Voll-NSCs, die wir haben. Das heißt, der Senfkessel hat natürlich seinen eigenen prächtigen Bürgermeister, der die Stadt mit fester fleischiger Hand regiert. Ansonsten haben wir eine Stadtwache, die sich gerade formiert. Das sind, ich glaube, in Summe 5 Leute, die halt gucken, dass Recht und Ordnung in den Straßen herrscht. Und aber auch nur auf den Straßen. Also die Stadtwache ist für außerhalb der Stadt nicht zuständig. Und der Rest ist Gesocks. Ja, und da gibt's doch quasi eine Diebesgilde, die sich auch noch formiert. Mit Gesocks meinst du freie Bürger des Imperiums? Ja. Genau, und ansonsten, also Bewaffnungslevel ist, die meisten Leute haben einen Dolch, die meisten Leute haben einen Knüppel. Ich erwarte nicht allzu viele Pistolen zu sehen und Leute mit Pistole abschießen ist kein Spielangebot. Also ich habe eine Pistole und ich werde mir im Zweifel selber in den Kopf schießen. Das will ich doch hoffen. Wir haben bis jetzt eine ganz gute Bardendichte schon. Ja, eine Bardendichte. Wir haben offiziell kein Respawn. Also seht zu, dass ihr schwer verwundet werdet. Das ist gut, ich rechne nämlich mit höheren Bardenverlusten. Ich glaube, die Herkunft der meisten ist Nullen der neu gemachten Charaktere. Ich glaube, das ist die häufigste. Tatsächlich ja, es sind sehr viele Nullner und Neunullner dabei. Viele Kisleviten. Genau, die Kisleviten sind ja eigentlich auch nicht auf dem EE. Die machen ja auch da ihre ein, zwei Kislev-Cons, wo die irgendwie so ein Grenzgebiet zwischen Kislev-Ostmark bespielen. Die kommen, sind auch Händler und jeder von denen hat irgendwie noch einen zivilen Beruf. Dann das, wie heißt das, Handelshaus Roter Hering. Das ist so eine Ostländer-Truppe, die kommen in echt so aus Hamburg die Ecke. Die waren schon, ich meine, auf der ersten oder zweiten Pulvermühle mindestens. Auf der ersten waren sie da. Und auf dem Drachenfest sind die auch als Händler rumgesprungen mit Bauchladen und Geschäft. Also ich habe gerade die Anmeldung kurz offen. Genau, also 20% sind wirklich Zivilisten, dann hat man 12 Allerpalmer, 17 Nullner und 12 Altdorfer. Also das sind jetzt so die größten Gruppen, die gerade da sind. Alles darunter ist halt in kleineren Zahlen da. Also kann man mal ausnahmsweise froh sein, dass es keinen 30-Mann-Talagrader Paintrain gibt, der einen da jetzt als Einzelperson verprügelt. Das ist, glaube ich, auch mal ganz angenehm. Richtig. Im Senfkessel muss noch jeder für sich selbst boxen. Und man muss dazu sagen, die Herkunft heißt nicht, dass das Soldaten sind. Das muss man aber betonen, finde ich. Sondern das sind dann aus Nullen, ich habe jetzt mal was aus, ein Buchhändler. Da nehme ich jetzt mal zufälligerweise jemanden bei uns raus. Ja, und so weiter. Also das sind also nicht die man kennt. Und das ist eigentlich auch schön. Ja. So, also wir sind jetzt mal im Schweinsgalopp durch, was wir so an Rollen haben. Dann hatte ich gesagt, es werden noch mehr Plätze frei, dass noch mehr Leute reinpassen. Wir haben die Location, wir werden Vollverpflegung anbieten. Wir haben 1,5 Tavernen. Wir haben, also ich habe mehrfach reingeschrieben mit Leute bildet Geheimgesellschaften. Bis jetzt ist mir da noch nichts bekannt, außer die prominenteste Geheimgesellschaft wird momentan die Senfkessel-Burschenschaft, richtig? Mhm, genau. Die ist gerade auch in der Formierung. Das ist halt quasi eine Banditenbande, die halt unter Senfkessel ihr Haus hat und also in der Kellertaverne wohnt. Das ist dann deren Haus und wird so ein bisschen Gegenpol zur Stadtwache bilden. Nicht in Form von offenen Konflikten, aber halt so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel mit denen betreiben. Und den Spielern halt ein bisschen quasi der Steigbügelhalter sein für hier, nimm diesen Gegenstand und geh damit Scheiße bauen, um sich da ein bisschen reinzuspielen und sich auch das Privileg zu verdienen, dann quasi unten bei denen zu sitzen, dass man da ein bisschen... Bitte? Ich dachte, das werden idealisierte Studenten, die von einer besseren Welt träumen. Sind sie auch. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Also deren Motive sind ja erstmal sehr egal. Es geht ums Prinzip, oder nicht? Na, ich dachte jetzt an, wer noch die verschiedenen Verfilmungen von Les Miserables kennt, hat ja da diese Studententruppe, die den Aufstand plant und dann durchführt und dann alle ordentlich in den Barrikaden zerballert werden. Ja gut, aber unsere Studenten machen das eher nicht, weil sie feige sind. Ich will eine Gruppe, die offen den Adel kritisiert. Ich glaube, wir kritisieren alle schon genug offen den Adel. Oder nicht? Aber Kernaussage sollte einfach sein, also
wenn ihr da irgendwelche Konzepte habt, scheut euch nicht auf jeden Fall auf uns zuzukommen und das mit uns abzuklären. Also wir sind da für so einen Schabernack auf jeden Fall offen. Und durch, die und durch die Erweiterung der Plätze heißt das also, anmelden lohnt sich auch jetzt noch. Genau. Weil wir gehen davon aus, dass wir Stand jetzt alle Leute, die sich jetzt angemeldet haben, auf jeden Fall unterkriegen. Wir haben noch nicht genau die ganz genauen Zahlen ausgewertet, wie viele Plätze wir jetzt ganz genau frei haben können. Da sind wir gerade noch dabei. Wir waren erst am Sonntag da in was gucken und wir haben alle auch noch was anderes zu tun in unserem Leben. Aber ihr werdet auf jeden Fall eine Rückmeldung bekommen. Das heißt also, die auf der Warteliste sind, werden mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall noch einen Platz bekommen. Und ich denke, auch jetzt lohnt sich anmelden noch. Denkt dran, das ging schon donnerstags los und es ist kein typischer Brückentag. Ja, wir sind donnerstags bis sonntags, das heißt also 3 Übernachtungen mit Vollverpflegung zu einem Sportpreis. Geiles, imperiales, ziviles Stadtleben. Genau. Günstiger wird es nur im Discounter. Nein, also wir haben jetzt Tickets erste Staffel bis was, 31.12. bezahlen. Ja. Sind bei 170 Euro. 170, drei Nächte Vollverpflegung habe ich vor 10 Jahren schon mehr bezahlt. Wir treiben uns selbst in den Ruin quasi. Ruiniere mich selbst mal, ja. Wir klauen unsere Jobs. Das Ganze geht natürlich auch nur, weil wir es als Community-Projekt machen. Wenn wir selber sagen, wir stellen alle Props und wir fahren da eine riesige NSC-Armee auf, die euch den ganzen Tag lang auf die Schnauze haut, dann funktioniert das nicht. Genau. Non-Profit. Außerdem klauen Halblinge unsere Arbeitsplätze. Gut. Das klingt doch schon mal ganz gut. Wir essen auch Hunde und Katzen. Was ihr... Pastete. Pastete Surprise. Pastete. Freunde. Ja, ich glaube, ihr schweift ab. Ihr labert noch. Also, klingt doch alles schon mal gut. Wir halten euch auf dem Laufenden. Kommt auf den kommt in die Gruppe. Wir erzählen euch, wie ihr 10 Senftöpfchen in einer Woche machen könnt. Und alle Infos zu diesem wunderbaren Projekt postet unser lieber Florian nachher unter diesem Video. Schaue ich mal, aber auf jeden Fall spiele ich jetzt erstmal das Senfkessellied ab. Als Outro. Senfkessel, Paradies auf Erden. Was für ein famoser Blödsinn. Also, Deus Sigma. Deus, haut rein. Deus Tal. Deus Tal. Komm her ins Tal der Klang, wo Senfkessel liegt, ein Traum am Rand. Die Sonne scheint, die Wiesen blühen, hier kannst du einfach glücklich sein. Oh, Senfkessel, Paradies auf Erden, wo Senf und Freude immer werden. Komm und koste, fühl dich frei, Urlaub hier, das ist der Schrei. Im Schatten alter Eichen stehen, hier kannst du durch die Straßen gehen. Der Duft von Senf liegt in der Luft, ein Ort, der deine Sinne ruft. Oh, Senfkessel, Paradies auf Erden, wo Senf und Freude immer werden. Komm und koste, fühl dich frei, Urlaub hier, das ist der Schrei. Besuch die Märkte bunt und reich, wo Senf in jedem Winkel reich. Verwöhne deinen Gaumen fein, hier will jeder glücklich sein. Die Menschen freundlich, herzlich nett, im Senfkessel wird's nie zu fett. Auch Wandern, Essen, Spaß und Spiel, hier findest du dein Urlaubsziel. Oh, Senfkessel, Paradies auf Erden, Senf und Freude immer werden. Komm und koste, fühl dich frei, Urlaub hier, das ist der Schrei. Pack die Koffer, komm vorbei, im Senfkessel fühlst du dich frei. Talabeklanz, ein Land voll Glanz, hier ist dein Urlaubstanz.